Hallo, es geht wieder los. Servus allesamt. Wir sind, stellen wir uns wieder vor. Ich bin der André. Ich bin die Nelly. Gut. So, wir sind auf dem Weg nach Kroatien. Wir sind gestrandet am Bleder See. Ja, da war es wunderschön. Ein ganz toller Campingplatz, nur zu empfehlen. Und das wollen wir euch zeigen jetzt ganz kurz. Aber was heißt kurz? Es wird ein kleiner Film, denn der Bleder See ist sehenswert. Da kann man wirklich übernachten und 2-3 Tage bleiben auf dem Weg nach Kroatien. Ganz genau. Es ist, wie gesagt, es ist wunderschön. Also man, passt gut auf. Man halbiert sich die Zeit, denn wir waren ja immerhin vorneweg am Chiemsee bei Aschau. Und das war auch wunderschön. Den Film habt ihr ja vielleicht gesehen. Ja, das war der neue Campingplatz. Und jetzt gewesen. Ist die ganze Sache so, dass es weitergeht. Nee, das war erstmal jetzt euch den Bledersee zeigen. Ganz genau. Den Bledersee, den blöden See. Bledesee. Ja, Bledersee. Bledersee. Nee, Blede. Ja, und dann geht's weiter nach Kroatien. Aber das im nächsten Film. Jetzt kommt erstmal Bleder. Also aufgepasst. Film ab. Wunderschöne Aufnahmen kann man hier machen. Irgendwo soll hier auch Tito seine Villa gewesen sein. Ich weiß nicht wo. Ist auch jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber wunderschön. Die Berge. Tolle Gegend. Jetzt haben wir uns was geleistet. So, du bist das liebe Pferd, das uns zieht. Hallo ihr Lieben, wir fahren jetzt mit der Kutsche, das seht ihr ja. Nelly, was hast du zu sagen? Zeig mal das Pferd, das arme Vieh muss ganz schön schnaufen. Ich hab's erst schon. Nelly, du hast deine bunte Brille gar nicht auf. Nee. Das war faul. Das ist die Sonne. Ich geh mal andersrum. Jetzt hätte ich fast vergessen aufzunehmen. Jetzt ist die Villa versteckt von Tito. Die werden wir demnächst im Fahrrad besuchen. Das ist Titos Sommerresidenz hier am Bledersee. Jetzt ist es natürlich keine Sommerresidenz mehr von dem, sondern ein Hotel. Hier vorne ist der Einfahrt. Und bestimmt waren hier die Staatsgäste auch mal von anderen Ländern. Und noch ein schöner Blick. Und die Kirchenglocken läuten. Oh, hier nochmal ein schöner Blick auf See. Hallo, und jetzt mal ohne Mütze, ohne Hut. Wartet mal, ich hol mal den Hut. Der Hut, der ist mir gestern dreimal ins Wasser gefallen. Ja, der schmeckt nach Salz. Wenn ich den jetzt anbeiße, ja, trocken ist er. Schön ist er auch wieder. So, jetzt gehen wir mal zu meiner Außentür. Und zwar zur Fahrertür. Jetzt gehen wir zur Fahrertür. Und die muss ich mal aufmachen und ganz vorsichtig. Wir haben nämlich Probleme. Und Probleme sind, dass ich die Tür eigentlich gar nicht aufmachen sollte.
Schaut mal hier unten ran. Oh, Moment. Das Ganze Ding gebrochen. Ohne Hund. Hier oben ist es noch ganz. Warte mal. Also ich muss es richtig vorsorglich und fürsorglich behandeln. Und jetzt muss ich wieder rausgehen und die Tür ganz ruhig zumachen. So. Und für dieses Problem kriege ich erst nächste Woche Hilfe. Denn das musste ich bei LMC bestellen, bei einem der Händler, die es gibt. Und da haben wir in Kolbermoor bestellt diesmal. Da gibt es einen großen Händler. Der hat auch uns. Und da sind wir ohne weitere Filmaufnahmen. Ach, für Filmaufnahmen. Die schreien hier alle rum. Und ach, ich möchte dahin. Und jetzt muss ich erstmal jetzt hier ein bisschen weiter weggehen. Und drüben auf der anderen Seite ist die Treppe kaputt. Wir haben mehrere Schäden. Na gut, wir sind jetzt 40.000 Kilometer gefahren. Und bei 40.000 Kilometer muss ich auch mal was tun. So, und hier ist unser Gelenk kaputt. Die Treppe wackelt. Und wir mussten sie ein bisschen stützen. Es geht erstmal so. Die wird demnächst auch repariert. Nelly hat mir zu mir gesagt, ich soll mal ein bisschen Action machen. Und da habe ich nur diese kaputten Dinger hier gezeigt. Ja, ich meine, mit der Treppe, da muss sie leben. Und mit der Tür muss ich leben. Ich muss nämlich immer hinten raus. Ich kann vorne nicht mehr raus. Man muss dran denken, das ist das Schlimme beim Tanken. Denn wenn uns oben das Scharnier auch noch bricht, dann hat die Tür hier ihren Geist aufgegeben. So, jetzt geht's weiter im Film.